Hallo Internet und damit herzlich willkommen hier zu diesem nächsten Freifunk-Video. Heute geht es um etwas, womit ich lange Probleme hatte. Und zwar die Freifunkkarte. Es ist nämlich so, dass ich mit Freifunk angefangen habe, recherchiert habe, auf die Website gegangen bin, geschaut habe, was haben andere, was kann ich haben, was kann ich erreichen. Und die Karte war dort sehr entscheidend für mich. Auch um zu sehen, hey, wo ist denn überhaupt Freifunk? Wie kann ich Freifunk aufbauen und ausbauen? Das alles sagt uns die Freifunkkarte. Und das alles war mir damals zu schwer. Gut, ich saß mit 16 Jahren vorm Computer in der Ecke, aber Zeiten ändern sich. Und nun bin ich in der Lage, euch die Freifunkkarte zu erklären. Viel Spaß bei diesem Video. Man hört die Leute sagen, Freifunk ist so kompliziert und niemand braucht freies WLAN. Aber Topskill beweist euch, wie einfach es geht. Willkommen bei Freifunk von 0 auf 100. Bevor wir mit der Thematik selbst anfangen, möchte ich noch auf einen anderen YouTuber aufmerksam machen. Das ist der Topster. Ja, ähnlicher Name wie ich lustigerweise. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der macht auch Videos zu Freifunk, so ein paar Tech-Talks, ein paar andere technische Sachen. Ich finde das sehr cool gemacht und da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Findet ihr unten verlinkt. Und nun zur Thematik. Freifunkkarte. Ja, wir gehen auf die Karte drauf. Und wie fängt es an? Ich muss direkt sagen, jede Community ist anders. Viele Communities haben einen ähnlichen Typ der Karte, aber ist dann doch etwas unterschiedlich aufgebaut. Meine Community zum Beispiel ist Freifunk Münsterland. Und die Karte sieht wie folgt aus, das seht ihr eingeblendet und diese nutze ich auch als Beispiel. Viele Communities sehen ähnlich aus. Es gibt einige wenige Communities, die ganz andere Karten verwenden. Aber ich erkläre es jetzt mal anhand Freifunk Münsterlands. Zuallererst, wenn wir auf die Karte sehen, merken wir, es dauert lange zu laden. Und das aus dem einfachen Grund. Die normale Domain der Karte mit /map lädt einfach alles, also das gesamte Freifunk Münsterland. Bei uns ist es so, dass wir es in verschiedene Domänen aufgeteilt haben. Dies bedeutet, wenn ich jetzt /map12 mache, dann bekomme ich nur alle Freifunkknoten aus der Domäne 12 angezeigt. In diesem Falle alle bei Dülmen, denn die Domäne 12 ist Dülmen zugeordnet. Wenn wir dann auf die Karte gehen, können wir einzelne Knoten anklicken. Einfach normal linker Mausklick, das kennt ihr ja. Und dann sehen wir so einiges. Wir sehen die Node-ID, wir sehen eine MAC-Adresse, wir sehen eine IP-Adresse. Und das ist ganz viel Technisches. Ich möchte das erstmal grundlegend erklären. Also, wenn wir zwei Knoten haben, die eine WLAN-Brücke miteinander aufbauen, also ein Wi-Fi-Mesh-Netzwerk, dann ist dies eine grüne Linie. Denn die grüne Linie zeigt Funkverbindungen an, wo sich Router per Funk miteinander verbinden. Diese Linien gibt es auf der Karte allerdings auch noch in Blau. Dies ist dann das Kabel-Mesh-Netzwerk, sprich, dass Knoten sich direkt miteinander verbinden oder durch virtuelle Netzwerke sich verbinden, dass diese dann zusammen kommunizieren können direkt miteinander. Ein Kabel-Mesh-Netzwerk. Dies wird angezeigt über blaue Linien. Es gibt auch seltene Fälle, wo die Linie türkis ist. Dort ist es dann beides, also Kabel-Mesh-Netzwerk plus Wi-Fi-Mesh-Netzwerk. Das Interessante ist allerdings, diese Linien können sich verfärben und schuld daran ist die TQ. TQ ist ganz einfach die Rate an Pakete, welche erfolgreich übermittelt wurde. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Nachbarn eine TQ-Verbindung von 100% habe, dann ist die grüne Linie eines Wi-Fi-Mesh-Netzwerkes auch wirklich grün. Sollte ich jetzt allerdings Paketverlust haben und sagen wir 90% der Pakete gehen verloren, dann kommen noch 10% an. Das bedeutet, ich habe eine TQ von 10% und in diesem Falle würde sich die Linie dann rot färben. Das sieht man auf der Karte dann recht schön und diejenigen, die sich um das Freifunk kümmern, können dann sehen, hey, da müssen wir vielleicht nachbessern. Ein ähnliches Prinzip gibt es auch noch bei Kabelmesh-Netzwerken. Die starken blauen Linien werden etwas blasser, wenn die TQ runtergeht. Dies ist allerdings selten der Fall, da Kabelmesh-Netzwerke deutlich zuverlässiger sind und deutlich weniger Paketverlust besitzen als Wi-Fi-Mesh-Netzwerke. Natürlich gibt es Ausnahmen, wo das anders ist, aber grob gesagt ist Kabelmesh einfach zuverlässiger. Wenn wir nun auf einen Knoten draufgeklickt haben,
ploppt links etwas auf. Dort sehen wir dann, zu welchem Zeitpunkt ungefähr wie viele Clients verbunden waren. Also wie viele Leute im Freifunk angemeldet waren, um das Freifunk zu nutzen. Bei manchen Knoten sehen wir auch noch die Traffic-Statistik, also wie viel Daten da durchging. Warum man das nicht bei allen Knoten sieht, kann man ganz einfach erklären. Man muss die Node-ID, die oben steht, in einer Liste eintragen, damit diese erweiterten Statistiken gesammelt werden können. Dies machen wir standardmäßig nicht bei jedem Knoten, dies wäre eine zu hohe Datenlast. Deswegen ist es so der Fall, dass jeder sich dort selbst eintragen kann, das ist auf GitHub zu finden. Und dann kann man dort eine Pull-Request erstellen. Ganz ehrlich, mir war das zu Anfang auch noch zu hoch thematisch gesehen. Wer da Probleme hat, das hatte ich zu Anfang auch, der kann einfach seine Community anschreiben und die können das sicherlich für einen einrichten, wenn einen diese Traffic-Statistiken interessieren. Wenn man da draufklickt, landet man übrigens bei den meisten Communities auf Grafana. Und Grafana ist quasi das Statistik-Anzeigetool, ganz vereinfacht gesagt. Da jetzt genauer drauf einzugehen, wäre wahrscheinlich auch einfach zu kompliziert und würde das Video zu sehr in die Länge ziehen. Bei einem Freifunkknoten können wir übrigens auch sehen, wie viele Clients verbunden sind, ohne da drauf zu klicken. Sehr praktisch bei uns zum Beispiel in der Innenstadt, wo man das wirklich schön sieht, wo sich die Clients gerade versammeln. Gerade jetzt, wo bei uns doch Weihnachtsmarkt ist. Wenn man nun einen neuen Knoten auf der Karte eintragen möchte, benötigt man ja die Koordinaten. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man klickt oben auf die Stecknadel und dann linksklick irgendwo in die Karte, wo man den platziert haben möchte. Oder jederzeit in der Karte, wo man den Knoten haben möchte, kann man auch einen Rechtsklick durchführen. Es gibt auch noch zwei Arten der Karte. Rechts unten findet man das. Dort kann man auswählen zwischen der OpenStreetMap, eine Straßenkarte, ähnlich wie Google Maps, oder der Satellitenkarte, die eine erstaunlich gute Qualität hat bei NRW und wo man dann nach Satellit seine Knoten eintragen kann. Ich mache das auch nach Satellitenbild, so kann man einfach genau sehen, hey, wo hängen denn meine Freifunkantennen? Dann gibt es bei diesen Freifunkknoten ja auch noch die IP-Adressen. Und eine davon kann man anklicken. Damit man dies machen kann, benötigt man allerdings selbst eine IPv6-Adresse, sprich entweder im Heimnetzwerk freischalten oder sich selbst im Freifunknetz befinden. Das würde gehen. Ich persönlich kann über das Mobilfunknetz diese Webseiten leider nicht aufrufen. Es sind halt vollwertige IPv6-Adressen. Aber darin sehen wir noch etwas mehr. Wir können uns anzeigen lassen, in wie viel Laufzeit, wie viel Traffic gesamt durchgeflossen ist, auch ohne die erweiterten Statistik, können uns die Kontaktdaten anzeigen lassen, falls welche eingetragen wurden, und können auch sehen, mit wie viel dB, also mit wie viel WLAN-Sendestärke, andere Wi-Fi-Knoten erreicht werden. Das wird dort auch alles angezeigt und gerade für diejenigen, die sich für Technik interessieren, ist diese Website durchaus sinnvoll. Aber für die, die sich mit Technik nicht so interessieren und einfach einen Überblick über die Freifunkkarte haben wollen, haben diese nun nach meinem Video, das hoffe ich zumindest. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt diese doch gerne unten in die Kommentare. Das war's und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Denkt dran, den Topstar, der ist unten in der Videobeschreibung, der andere Freifunker-YouTuber. Ja, schaut mal rein und das war's. Ich wollte euch noch kurz was zeigen. Ich habe mir da was Hübsches bei Amazon gekauft, der Link ist dazu auch in der Videobeschreibung. Und, tada, ist einfach so eine kleine lustige Freifunkbox. Ja, ist auch mit Batterie betrieben, also ist hier jetzt gerade kein Kabel dran, kann man so aufstellen und dann leuchtet das schön. Und mit dabei gab es auch noch eine Fernbedienung, die habe ich hier liegen. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel umstellen, rot. Grün, blau, ja, da gibt es viele verschiedene Modi, alles mit einer Fernbedienung, dieser schöne Kasten hier, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, ist übrigens ein Provisionslink, sag ich direkt, also wenn ihr was darüber kauft, ob jetzt dieses Produkt oder etwas anderes, finanziert ihr mich und meinen Kanal. Ach ja, und noch was, ich war beim Felix Bar im Crewcast und habe mich auch mit ihm getroffen, bei seinem Live-Treffen in Aachen, war ein ziemlich cooles Event. Vor der Kamera hatte ich nicht die beste Performance. Aber gut, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung. Und tschüss Internet.